Kohle, früher Brennstoff in Öfen und Wärmekraftmaschinen, heute eingesetzt in modernen Heizkraftwerken, die auf effiziente Weise gleichzeitig Strom, Fernwärme, Prozessdampf und Druckluft liefern können, allerdings mit CO2-Ausstoß. Kohle wurde und wird vor allem in unersetzlicher und daher unverzichtbarer Weise zur Herstellung von Koks gebraucht, der wiederum zur Herstellung von Roheisen aus Eisenerz notwendig ist. Und aus Eisen macht man Stahl und Edelstahl, ohne die unsere Art von Zivilisation schlichtweg undenkbar ist. Die jährliche Rohstahlproduktion beträgt mittlerweile weltweit über 1 Milliarde Tonnen, der wiedergewonnene Stahl mitgerechnet. Dieser Film widmet sich dem Thema Kohle, Stahl und Eisenbahn, ohne welche diese ganze Entwicklung nicht stattgefunden hätte. Originalton Bundesbahn 1955. Das Ruhrgebiet als eines der großen Industriezentren der Erde verdankt seine Bedeutung dem Rohstoff Steinkohle und seine Wirtschaftsentfaltung der Eisenbahn. Es lässt sich hinzufügen, dass Westdeutschland in der Nachkriegszeit den Wiederaufstieg ohne die Rohsteinkohle keinesfalls geschafft hätte, da wichtige andere Fördergebiete verloren waren und, außer der Braunkohle, weitere Energieträger kaum zur Verfügung standen. Dazu ein Rückblick. 1954 zählte allein die Bundesbahndirektion Essen in ihrem das Ruhrgebiet weit umfassenden Bereich 130 fördernde Kohlezechen und 13 Hüttenwerke. Rund 1600 Industrieunternehmen und Betriebe besaßen im Bereich der Bundesbahndirektion Essen einen Gleisanschluss an die Staatsbahn. Die Gleislänge der Privatbahn betrug hier 4400 Kilometer, die der Staatsbahn 5480. Täglich wurden ca. 2100 Güterzüge gebildet, wobei Ganzzüge mit Materialien der Montan-, Hütten- und Bauindustrie sowie mit Halbfertig- und Fertigprodukten der Stahlindustrie ihr Erscheinungsbild prägten. Als Zugloks fungierten leistungsstarke Maschinen wie die Dampflokbaureihen 50 und insbesondere 44, wie hier gerade im Anschlussbahnhof der Zeche Hugo in Gelsenkirchen-Buer auf dem Weg zu den Hüttenwerken Krupp Mannesmann in Duisburg zu sehen. Kohle und Stahl. Damit verknüpft waren weitere wesentliche Wirtschaftszweige des Ruhrgebiets, wie die Ziegelherstellung und die Holzverarbeitung, die wir hier nur erwähnen können. Wir streifen mit der Filmkamera in den 1960er und 70er Jahren einige stillgelegte, aber auch einige quicklebendige Werke der Montan- und Stahlindustrie und berühren die große Vielfalt der Eisenbahnszene dieser Jahre. Wir werden in diesem dritten Film zum Thema Eisenbahn und Bochum für eine Weile anhalten im Areal Bochum Präsident, welches in kompakter Weise mit Kohle und Stahl, mit verlassenen Bahn- und Werksanlagen einerseits und noch voll aktiven Stahlwerken andererseits auf dem Gleisweg verbunden ist, beispielhaft für andere Plätze im Revier. Blüten und Abdampfwolken. Natur und Technik offenbaren ihre reizvolle Gegensätzlichkeit.
die eigentümliche Poesie von verlassenen, oft schon überwachsenen Gleisen, Bahnhofs- und Fabrikanlagen, von ergrünenden Brachen, soll einen beträchtlichen Anteil an diesem Film erhalten, beträchtlich auch im Sinne von betrachten. Wir setzen unsere historischen Bahnbegegnungen fort mit einer Altbau-E-Lok E91 für Güterzug- und Ablaufwerkdienste, die kurze Zeit nach dieser Aufnahme in Bochum-Werne das Arealpräsident erreichen wird. Gefolgt von einer Altbau-E-Lok E04 für Personen-, Eil- und Schnellzüge 1968 unterwegs ab Essen Hauptbahnhof. Hinter einem Fahrzeug der Wanne-Herner Eisenbahn kommt diese Lok jetzt zum Betrachten vorgefahren. Baujahr ab 1932, maximale Geschwindigkeit 130 km pro Stunde. Noch im Jahre 1957 war im Bereich der Bundesbahndirektion Essen rund 70% allein der Personenbeförderung durch Dampflokomotiven bewältigt worden. In den 1960er und 70er Jahren bescherte der schrittweise Ersatz der Dampfloks und vereinzelter Altbau-Elektroloks durch neue E-Loks, Diesellokomotiven und unterschiedlich motorisierte Triebwagen dem Eisenbahnfreund eine Fülle von Filmmotiven im Betriebsalltag und vereinzelt auch im Sonderzugverkehr, wie er sie vorher und danach in dieser reizvollen Gleichzeitigkeit und Vielfalt niemals antreffen konnte. Hinzu kamen unterschiedliche Werks-, Hafen- und Zechenbahnlokomotiven. Hier eine feuerlose Dampfspeicherlok, insbesondere für explosionsgefährdete Betriebe, hier die chemischen Werke Hüls in Herne. Mit den letzten Exemplaren dieser fast 2000 PS starken Baureihe 44, gebaut von der Reichsbahngesellschaft ab 1926, endete 1977 der Dampflokbetrieb im Ruhrgebiet. Im selben Jahr erfolgte die Stilllegung der Kokerei 1-4 der Gelsenkirchener Zeche Hugo, mit deren Teerprodukten diese 15 Kesselwagen zuvor noch unterwegs sind. Dem Stahl sind wir treu geblieben, trotz vieler Veränderungen bei der Art der Eisen- und Stahlerzeugung und den Standorten der Hütten und Stahlwerke. Das Stahlwerk im Werkstall Höntrop des Bochumer Vereins, jetzt ThyssenKrupp Steel Höntrop, blieb bis heute an seinem angestammten Platz. Seit 1967 rollten zu seiner Versorgung von Rheinhausen aus täglich 800 Grad heiße Brammen in speziellen Thermoswagen über die Rheinische Bahn direkt in den Sammelbahnhof Bochum-Präsident. Seit 1968, nach Erkalten der Bochumer Hochöfen, wurde auch flüssiges Eisen in formschönen Torpedopfannenwagen von dort angeliefert. Zur Jahrtausendwende mussten Züge mit dem 1400 Grad heißen Flüssigeisen vom ThyssenKrupp Hüttenwerk in Duisburg-Bruckhausen aus demselben Grund das Stahlwerk Phoenix Ost in Dortmund-Hörde versorgen, quer durch das Ruhrgebiet über Bochum Nord. Das Höntropper Stahlwerk produzierte im Jahre 2010 fast 4 Millionen Tonnen Warmbandstahl und vermag an einem einzigen Tag bis zu 13.000 Tonnen Stahl zu Bandstahlrollen, den sogenannten Coils, zu verarbeiten. Nun ein kleiner Streifzug durch das Areal von Bochum-Präsident zu Beginn unseres neuen Jahrtausends. Am nordwestlichen Rand dieses Gebietes im Stadtteil Bochum-Hamme befinden sich noch heute zwei Fördertürme der Zeche Karolinenglück. Einer davon ist unter einem mehrfach umgebauten Malakoff-Turm verborgen. Sie sind 150 bzw. 100 Jahre alt und dienen immer noch der Wasserhaltung. Von hier aus bewegen wir uns auf dem Radweg, der größtenteils die ehemalige Eisenbahntrasse zwischen dem Kanalhafen Grimberg, der Zeche Karolinenglück und dem Bochumer Verein für Gussstahlfabrikation benutzt. Auf einem großen Teil des Geländes dieses ehemaligen Gussstahlwerks, einschließlich seiner Hochöfen, ist ein Platz der Industriekultur, der Bochumer Westpark, entstanden. An seinem Rand schwingt sich eine kühne Stahlkonstruktion über die Eisenbahn. Von hier aus sieht man in westlicher Richtung Werksgleise des soeben erwähnten Höntropper Stahlwerks. Sie enden im Sammelbahnhof Thiemannshof. Nach Norden blicken wir auf eine mittlerweile längst bewachsene Schlackenhalde des Bochumer Vereins.
Daran anschließend befindet sich ein Gewerbegebiet auf dem Gelände der ehemaligen Schächte 1, 3 und 4 der Zeche Präsident. Blicken wir nach Osten, so sehen wir mehrere parallele Bahntrassen. Das mittlere Gleis, vom Werk Höntrop kommend, verzweigt sich am Weichenwerther Stellwerk PW in das Gleisfeld des Sammelbahnhofs Präsident. Links der Bogen der Rheinischen Bahn, rechts die ansteigende Anschlussstrecke zum Werk Bochumer Verein Verkehrstechnik. Als Rohmaterial enden hier Stranggussstäbe, auf die unter anderem der Schmiedehammer, das Presswerk und das Ringwalzwerk warten, um daraus Radsatzwellen, Räder, Radreifen und Ringe zu fertigen. Im Hintergrund Josefs- und Christuskirche sowie der Turm der ehemaligen Schlegelbrauerei. Ein Stück weiter befindet sich die Bochumer Eisenhütte Heinzmann, ein bekannter Gruben- und Tunnelausbauspezialist. Wieder im Übergabebahnhof Präsident. Hier unten warten Rohmaterial und Fertigware beider Werke des ehemaligen Bochumer Vereins. Der Sammelbahnhof Präsident heißt jetzt DB Schenker Cargo Zentrum Duisburg, Außenstelle Bochum Präsident. Mit einem Wagenmeisterstützpunkt und einer 15 kV Schaltanlage, alles untergebracht in zweckdienlichen Modulen. Noch ein Stück weiter westlich befindet sich das Kreuzungsbauwerk, auf dem die Nord-Süd-Verbindung der heutigen Glückaufbahn die Ost-West-Strecke der Rheinischen Bahn überquert. In diesem Bereich hatte die Zeche Präsident vor langer Zeit ihren Personenhaltepunkt. Dieses kleine schuppenartige Gebäude ist kurioserweise das einzige, was von der riesigen Anlage übrig geblieben ist. Der beschrankte Bahnübergang in der Verbindungskurve der beiden Strecken. Ein Gegenzug fährt in diesem Teil der heutigen Hauptgüterstrecke. Die Fußgängerbrücke verbindet die nach der Kriegszerstörung der Straßenbrücke verbliebenen beiden Teile der Präsidentstraße. Im Blick zurück von der Fußgängerbrücke sieht man links das Verbindungsgleis zwischen den Rangierbereichen Bochum Präsident und Bochum Nord, welches parallel zur Hauptgüterstrecke verläuft. Ein Stückgutzug befährt den vor 2009 noch verbliebenen Rest der ursprünglich weit nach Westen führenden Rheinischen Bahn. In Richtung Osten überqueren die Gleise die Dorstener Straße. An dieser Stelle befand sich früher das Empfangsgebäude des Personenbahnhofs Präsident. Jetzt sind wir am bereits zurückgebauten Empfangsgebäude des ehemaligen Rheinischen Bahnhofs, später Bahnhof Bochum Nord, angelangt. Von hier aus führt ein Gleis bergauf zum Endpunkt unseres Streifzuges. Das Stahlwerk ThyssenKrupp Electrical Steel, früher Stahlwerke Bochum, hat sich auf die Herstellung von Elektroblechen spezialisiert. Wir kehren zurück zu den Anfängen dieses Montanschauplatzes. Unser Areal Präsident finden wir auf dieser Karte aus dem Jahre 1886 fast in Bildmitte. Im Grenzbereich der Gemeinde Hamme und der Stadt Bochum verlaufen die grün nachgezogene Karolinen-Glücker-Anschlussstrecke der Köln-Mindener Eisenbahn, die rot markierte Bergisch-Märkische Gussstahlstrecke und die blau eingefärbte Rheinische Bahn. In dieser Reihenfolge bekam die Zeche Präsident Schacht 1, gelegen gegenüber dem Gussstahlwerk des Bochumer Vereins, nacheinander Gleiszugang. Im Vordergrund zweigleisig die Gussstahlstrecke, links hinten Sammelgleise und die Rheinische Bahn. Oben im Bild, gelb nachgezogen, ein Teilstück der preußischen Salzbahn ab Hofstede-Rimke, Ziel Wanne Hauptbahnhof. Ganz unten, wo die roten Linien zusammenlaufen, liegt der alte bergisch-märkische Bochumer Hauptbahnhof. Auf dieser Karte, ebenfalls um 1900, sehen wir die Schächte 1 und 4 der Zeche Präsident mit ihren Sammelgleisen gegenüber dem Gussstahlwerk. Die Hochöfen und der Sammelbahnhof. Der Schacht 2 der Zeche Präsident zwischen Hofsteder und Dorstener Straße mit eigenem Gleisanschluss und sogar mit attraktivem Park. Grün ist es dort heute noch.
Der Personenbahnhofpräsident direkt östlich der Dörstner Straße mit einem sehr einfachen und engen Stationsgebäude, abgeschoben und hierhin verpflanzt vom Herner Bahnhof. Das Gebäude wurde erst 1925 durch einen etwas größeren und städtischeren Neubau mit Aufstieg zur inzwischen höher gelegten Bahn ersetzt. Immerhin passierten inzwischen 28 Personenzugpaare den Bahnhof. Vorangegangen war eine aufwendige Absenkung der Dörstner Straße unter die Eisenbahn mit Häuserumbauten und Abrissen, wie dieser Gaststätte Pilken. All dies wurde verzögert durch die Ruhrgebietsbesetzung. Auf einem Luftbild im Jahre 1957 sieht man, dass Frachtschuppen und Freiladegleise nicht vorhanden sind. Die Eisenbahndirektion Essen hatte dies mit der Nähe des Bahnhofs Bochum Nord begründet. Wagenladungen spielten daher nur im Anschlussverkehr eine Rolle und Stück-, Dienst- und Allgüter konnten überhaupt nicht abgefertigt werden. Fahrkartenausgabe und Gepäckschalter waren vorhanden und lange auch in Betrieb. Immerhin hatte das Empfangsgebäude hier am Katholikentag 1949 auf der rechten Seite außer dem Warteraum eine Gastwirtschaft. Deren erster Pächter war eben jener Willi Pilken, dessen eigenes Restaurant vis-à-vis zur Schaffung eines Bahnhofsvorplatzes abgerissen worden war. Sein Sohn Karl machte sich später um den Einbau von Toiletten verdient, die zu Anfang gar nicht vorhanden waren. Im Hintergrund das Fördergerüst von Schacht 2. Außerdem stattete man den 380 Meter langen Bahnsteig mit großen Glaskandelabern aus. Der soeben erwähnte Schacht 2 ist hier rechts oben im Bild. Unweit des Bahnhofs lag der jeweils erste Anschluss der Straßenbahnzentrale und des städtischen Viehhofs, heute Vorplatz und Gebäude des Bergbaumuseums. Im Bild die Straßenbahnzentrale auf dem Vorplatz. Das Toilettenhäuschen steht heute noch dort. Weiter sehen wir die erste Präsidentstraße, hier gelb nachgezogen, auf dem Gebiet von Hamme, später Elisabethstraße, heute Saalfahrt. Die erste Präsidentstraße auf Bochumer Gebiet ist hier rot markiert. Sie musste Ende der 1930er Jahre samt ihren Häusern hinten im Bild einer Erweiterung der Gleisanlagen weichen. Links der Gussstahlbahnhof, von 1924 bis 1977 sogar elektrifiziert. Die Straßenbahnlinie 6 wurde von 1922 bis 1926 umgeleitet, hier der Verlauf grün nachgezogen. Gründe waren neben der unerträglichen ebenerdigen Bahnkreuzung der Dörstner Straße die Bahndammanhebung und Brückenbauarbeiten. Nach enger Kurve die Quer-, heute Signalstraße, steil bergauf, dann ebenso scharf herum und über die Brücke auf der damaligen Straße unter den Linden zurück zur Dörstner Straße. Später fuhr sie zeitweilig auch einen Umweg über die Zechen-, Emscher- und Hernerstraße. Aus Unter den Linden wurde die heutige Präsidentstraße. Von der Fußgängerbrücke fällt der Blick auf die Häuserreihe an der Sophienstraße. Diese hieß bis zur Neubebauung 1914 Kurze Straße. Bis 1912 war dort der erste Bochumer Bordellbetrieb etabliert. Zur Auswahl dieses Standortes hatte beigetragen, dass es keinen Einblick von gegenüber gab und dass in den umliegenden Werk- und Zechenbetrieben ein Heer von unbeweibten Männern arbeitete und unter anderem im hier abgebildeten Logierhaus des Bochumer Vereins wohnte. Rechts daneben der steile Zahnradbahnabschnitt der Verbindungsstrecke zwischen Gussstahlfabrik und Stahlindustrie, im Betrieb 1890 bis 1930. Ein preußischer Güterzug rangiert Ende November 1923 im Vorfeld des Bahnhofs Dalhausen. Der fünf Monate lang während der französisch-belgischen Bahnbesetzung herrschende Inselbetrieb zwischen Wanne-Röllinghausen und Dalhausen-Hasenwinkel über Bochum-Präsident war endlich Geschichte. Während dieser Zeit hatten sich im Bahnhof Bochum-Nord und darüber hinaus eine Fülle hierhin geretteter Personen-, Gepäck- und Güterwagen sowie die verschiedensten Lokomotiven in hoher Zahl befunden. Zur Geschichte der Zeche. Unterstützt durch Friedrich Harcourt wurde bereits 1841 mit Schacht 1 in 47 Meter Tiefe das erste Flöz der Zeche Präsident in Hamme angefahren. Wegen schwerer Wassereinbrüche
die der Zeche auch später mehrfach große Probleme bereiteten, konnte die Kohleförderung erst 1844 aufgenommen werden. 1847 kam die erste Kokerei hinzu. 1858 war die Zeche mit bereits 114.000 Tonnen Kohle pro Jahr die größte Anlage des Reviers. 1871 wurde Schacht 2 östlich von Schacht 1 abgeteuft, wenig später Schacht 3 als Wetterschacht im Westfeld niedergebracht. 1914 schließlich war der Aufbruchbeginn von Schacht 4 neben Schacht 1. 1923 übernahm Schacht 4 die Förderung von Schacht 1, welcher fortan als Wetterschacht diente. Gleisanschlüsse des Sammelbahnhofs Präsident mit Anzahl der Güterwagen im Jahre 1920. Stahlwerk Becker bezieht sich auf eine zeitweilige Fusion der Zeche Präsident. Fröhling hieß ein großes Sägewerk. Man beachte die hohe Wagenzahl des Viehhofes. Auf dem Panoramafoto rechts die Schächte 1 und 4, links die Rheinische und quer darüber die Bergisch-Märkische Bahn, links hinten die Hochöfen. Hinter dem Stellwerk P, etwa in Bildmitte, das kleine Empfangsgebäude der Personenhaltestelle des Zechenbahnhofs Präsident. Die Zeche wurde während der Weltwirtschaftskrise für circa 2 Jahre stillgelegt. Während des Zweiten Weltkriegs dienten einige Stollen, verbunden mit denen des Bochumer Vereins, unter dem Codenamen Maultier als unterirdische Fabrikationsanlagen. 1943 wurde die Kohleförderung wegen schwerer Zerstörungen durch Luftangriffe eingestellt. Von 1945 bis 1966 konnte Schacht 4 noch als Wetterschacht und zur Wasserhaltung genutzt werden. Schacht 2 hatte bereits 1895 die gemeinsame Förderung an Schacht 1 abgegeben und diente bis zur Kriegszerstörung nur noch als Wetterschacht. Nach dem Krieg nutzte der Stahlhandel Lothringen das Gelände mit gut frequentiertem Gleisanschluss. Eine kleine Geschichte der Verbindungen zu den großen Bahnlinien. Die Zeche Präsident hatte ab 1857 lediglich einen schmalspurigen Pferdeeisenbahnanschluss zum Gusstahlwerk des Bochumer Vereins. Sowohl Zeche als auch Gusstahlwerk mussten alle weiteren Transporte von Rohstoffen und Produkten per Pferdefuhrwerk auf der Landstraße zum 1847 errichteten Bahnhof Herne der Köln-Mindener Eisenbahn durchführen. Später geschah dies auf gleiche Weise zum 1860 eröffneten Bahnhof Bochum-Bergisch-Märkisch. Bereits 1861 bekam die Zeche Präsident einen Anschluss an die Köln-Mindener Bahn über die bereits angebundene Zeche Karolinenglück, im Bild links oben. Einen Teil der Schneise dieser Strecke nach Präsident nutzte später auch die Koksseilbahn. 6 Jahre später bekam der entstandene Zechenbahnhof auch ein Anschlussgleis an die Bergisch-Märkische Bahn. Allerdings war auf dem Sammelbahnhof Remke der Platz bereits sehr beengt. Glückliche Fügung, dass schließlich 1873 ein Anschluss an die unmittelbar vorbeigeführte Rheinische Bahn möglich wurde. Glück auch für das Gusstahlwerk und die Zeche Karolinenglück. Die Rheinische verdrängte jetzt als Spediteur die Köln-Mindener Bahn, die sich bei der Wagenzustellung oft als unzuverlässig erwiesen hatte. 1898 finden wir einen gemeinsamen Güter- und Sammelbahnhof der Zeche, der Staatsbahn und des Gusstahlwerkes vor. Durch Aufgabe und Unterbrechung des Anschlusses der Zeche Präsident an die Köln-Mindener Bahn, gekennzeichnet als grüne Linie, wurde als Nebeneffekt buchstäblich der Weg frei für eine große Schlackenhalde der Hochöfen des Bochumer Vereins. Dazu gehörte ein Lager für Steine und Masseleisen sowie eine Steinfabrik rechts oben im Bild. Die Deponie war über eine Gleisbrücke am heutigen Ort der Erzschwinge an die Hochofenanlage angeschlossen. Vorn die Rheinische Bahn, dahinter die Werksgleise nach Höntrop.
Zur Zeche Karolinglück 1 bis 3 besaß das Stahlwerk seit 1902 eine direkte Schienenverbindung, die oberhalb der Bildmitte des historischen Fotos die Trasse der Höntrupper Werksbahn verlässt. Im Film, zum Teil zurückgewandt aufgenommen, ist dieses nach Karolinglück abzweigende Gleis nochmals zu sehen. Zur Zeit der Filmaufnahmen diente es bereits nur noch zum Abstellen von Güterwagen. Man achte auf die Rohrleitung links hinten. Diese setzte sich quer durch die Gärten der Zechenhäuser fort. Die Bewohner waren es gewöhnt. Zwischendurch ein kurzer Blick um Jahre voraus. Hinter den Gärten der Siedlung ist das verwilderte Gleisbett einem sauberen Radweg gewichen, aber die Rohrleitung überdauerte einige weitere Jahre. Die Verzinkerei Bochum auf einem Teil des ehemaligen Zechengeländes. Ihr Gleisanschluss ist hier noch vorhanden, aber bereits aufgegeben. Der am Kap-Eisemannsweg befindliche Anschluss an das Warenlager des Versandhauses Quelle hingegen wurde bis zum Jahre 2009 benutzt. Wir kehren zurück in die Zeit unserer Filmaufnahmen. Aus dem Teilstück der Bahn zwischen der Zeche Karolinglück und dem Sammelbahnhof Wattenscheid-Günnichfeld wurde von der Zeche aus ein weiteres Verbindungsgleis zu Anlagen der Zeche Hannover gebaut. Schließlich konnte von gleicher Stelle aus, trotz immenser geografischer, technischer und Konkurrenzrechtprobleme, ein langes und zum Teil auf sehr hohem Damm liegendes Verbindungsgleis zum Kanalhafen Grimberg abgezweigt werden. Heute ist dies das Kernstück der Eisenerzbahntrasse. Unter der ersten Brücke nach der Abzweigung sehen wir abgestellte Wagen auf der ehemaligen Güter- und Personenzugstrecke Gelsenkirchen-Wattenscheid-Wanne. Bevor wir den Bereich Karolinglück verlassen, sei noch ausgeführt, dass der Bochumer Verein 1912 eine Koksseilbahn zu dieser Zeche errichtete, deren Verlauf weitgehend dem der verlassenen Bahntrasse zwischen den Zechen Karolinglück und Präsident entsprach, die wir bereits gesehen haben. Auf dem letzten Foto sieht man die Seilbahnstation auf dem Zechengelände. Im Bild die Seilbahn-Schutzbrücke mit untergehängter Fußgängerbrücke über die A40 und die Dapestraße, früher von der Reckestraße, aufgenommen im Jahre 2010, kurz vor dem Abriss. Vorbei an ihrem Karolinglücker Abzweig führen Gleise und Gasrohre nach rechts vorne zum Werkstall Höntrop, früher mit Anschluss zweier Erzlager, einer Ziegelei und einer Dampfhammeranlage. Der Übergang Goldhammer Straße. Im Hintergrund das Gussstahlwerk. Gallensche Straße mit Rohrbrücke und mit den Brücken der Werksbahn und der Rheinischen, später staatlichen Bahn. Über alledem befand sich früher noch die Schlackenbahn und die Koksschwebebahn. Die Wärmeversorgung der Stahlwerke geschah über Feuerungen mit dem Gichtgas der Hochöfen der Gussstahlfabrik und dem Koksgas aus der Kokerei der Zeche Karolinglück. Wir befinden uns auf dem Weg zum ehemaligen Werkstall Höntrop, heute ThyssenKrupp Nirosta und ThyssenKrupp Stihl, mit Lichtbogenofen, Stranggussanlage, Warmbreitband- und Kaltwalzwerk, Verzinkungs- und Schubbeizanlagen.
Diese Strecke führte bereits 1877 eingleisig bis zu den Bergwerken Maria, Anna und Steinbank 3-4. 1891 bekam sie einen Abzweig zur Zeche Engelsburg. Das Werk Höntrop wurde erst ab 1921 angeschlossen. Im Werksgüterbahnhof Thiemannshof. Rechts von der Bildmitte stehen Wagen mit Stahlschrott für den Lichtbogenofen. Unter der Essener Straße beginnt die Fortführung der Werksstrecke zu den ehemaligen Hauszechen und, 1926 gebaut, zum ehemaligen Werk Weidmar des Bochumer Vereins. Abzweigung links zum Umspannwerk und früher zur Zeche Engelsburg, geradeaus zu den übrigen Zechen und zum Werk Weidmar, heute Abstellgleis. Hier liegt noch die Kreuzung der Straßenbahnschienen, zuletzt Linie 20 bzw. 16, mit dem Eisenbahngleis zur Zeche Engelsburg. Von diesem verlorenen Bauwerkensemble an der Essener Straße kehren wir zurück zum Areal Präsident. Nicht weit vor der Jahrtausendwende kamen die Stahlblöcke in Haubenwagen in sehr heißem Zustand auf direktem Wege über Essen-Krai-Nord und Gelsenkirchen-Wattenscheid hier an. Links hinten kreuzt soeben der Akkutriebwagen auf der Gussstahlstrecke. In den 1960er bis 70er Jahren sind die beiden unteren Stellwerke und das Stellwerk 3 noch voll in Betrieb und stimmen sich aufeinander ab. In diesem Zeitraum erreicht die Elektrifizierung von Osten und schließlich auch von Westen kommend den Bahnhof Präsident. Der auf der Rheinischen Bahn hier seit 1874 bestehende, überwiegend regionale Personenverkehr ist bereits 1960 eingestellt worden. Er führte über Gelsenkirchen-Wattenscheid und Essen-Nord erst nach Osterath, später nach Düsseldorf. Nach Osten ging es über Bochum-Nord nach Dortmund-Süd, später weiter bis Hörde-Rheinisch bzw. Soest. Die Güterwagen oben im Bild befinden sich auf dem Planum des heutigen Westpark-Rundweges. Rangierbetrieb zur Bedienung der beiden Stahlwerke sowie Durchfahrten auf der Rheinischen Bahn, zum Beispiel zum Opelwerk, finden im schnellen Wechsel statt. Zwischen Präsident und Bochum Nord liegen wie schon in den 20er Jahren viele Jahre lang vier Gleise. Die Rheinische Bahn ist noch zweigleisig, und sowohl mit den Übergabegleisen als auch mit der doppelgleisigen Verbindungskurve weichenmäßig in mehrfacher Weise verbunden. Oben auf dem Gussstahlbahnhof herrscht bereits weniger Betrieb, erst recht im Vergleich zu den Blütezeiten des Bochumer Vereins. Ganz ruhig wird es gleich werden, wenn wir uns ein kurzes Stück an der noch in Betrieb befindlichen Gleisverbindung zum Werksteil Stahlindustrie entlang zum weitgehend stillgelegten Fabrikareal an der ehemaligen Gaskraft- und Turbinenzentrale der Jahrhunderthalle begeben. Das gesamte Gelände des heutigen Westparks lag lange Zeit brach und entwickelte sich zum verwunschenen Ort. Die folgenden Aufnahmen entstanden gegen Ende der 80er Jahre. Thank you.
Sprung hinüber zur Räderschmiede im neuen Jahrtausend. Der Werksbahnhof und ein moderner Triebwagen auf der alten Gussstahlstrecke hinter den Büschen. Nur wenige der Aufstellgleise sind besetzt, da man aus Kostengründen auf kurze Standzeiten der Güterwagen achtet. In der Fabrik finden wir eine ungebrochene Tradition von Schmiedehammer, Räder- und Ringwalzwerk und Räder- und Achsendreherei. 2006 wurden rund 100.000 verschiedene Räder verkauft, aber auch viele Ringe für den Maschinenbau. Niederflurachse mit Losradlagerung für Straßenbahnen. Treibradsatzwelle für den Regio-Shuttle. Gegenüber dem Gleisfeld des Gussstahlwerks der Anschluss des Gruben- und Tunnelausbauspezialisten Eisenhütte Heinzmann. Das berühmte Toussaint-Heinzmann-Profil, seit 1932 ständig verbessert, im Stollen- und Tunnelbau eingesetzt. Hier sehen wir eine historische Heinzmann-Koks-Ausdrückmaschine. Ganz nahe bei dient die Kirche des Redemptoristenklosters noch ihrer Zweckbestimmung. Das Fahrdienstleiter-Stellwerkpräsident P. ist inzwischen durch ein elektronisches Stellwerk in Bochum-Nord ersetzt und mit Brettern vernagelt worden. Zur Zeit der Filmaufnahmen ist es aber noch voll aktiv. In Abstimmung mit anderen Dienststellen werden hier Fahrtbefehle erteilt, Fahrstraßen gebildet, Signale und Weichen gestellt und verriegelt, Schranken bedient, Bericht erstattet und manches mehr. Noch vermitteln Stellhebel die Fahrstraßenanweisungen über rollengestützte Seilzüge. Einerseits geschieht dies für die auch im Dunkeln gut sichtbaren, ästhetisch sehr ansprechenden Formsignale, andererseits für die Weichenzungen, die früher durchweg ihre Stellung mit Hilfe ansprechender und ebenfalls beleuchteter Weichenlaternen anzeigten. Ein inzwischen pensionierter Fahrdienstleiter des Stellwerks erzählt, wie faszinierend es selbst für ihn in den 60ern immer wieder gewesen sei, wenn sich drei oder gar vier Dampfzüge auf den vier Durchfahrgleisen im Blickfeld des Stellwerks trafen, insbesondere wenn dies bei kalter oder feuchter Witterung geschah. Auch der Weichenwärter und der Schrankenwärter, früher auch noch der Zugmelder, hätten sich über solche Ereignisse gefreut. Die Steigung über den Bahnhof Bochum-Nord hinaus bis zur Blockstelle Prinz von Preußen, die für schwere Züge oft sogar noch eine Schiebe- oder Vorspannlok erforderte, habe, gelegentliches Schleudern der Loks inbegriffen, zu diesem Augen- und Ohrenschmaus ganz wesentlich beigetragen. Als behelfsmäßiger Ersatz für die kriegszerstörte Straßenbrücke über die Gleisgabelung war vom aufgelassenen Haltepunkt Rimke-Nord eine Holzbrücke, die sogenannte Asthma-Brücke, übernommen und eingebaut worden. Auf dieser hätten er und seine Kollegen oftmals Kinder beobachten können, die sich zum Teil aufjauchzend einnebeln und beschallen ließen. Wir zitieren als kritische Ergänzung hierzu einen Leserbrief der Zeitung Märkischer Sprecher, allerdings schon vom 22.11.1900. Alle diese Übelstände bedeuten noch gar nichts gegen jene, welche täglich auf dem Bahnhof Nord und der Eisenbahnstrecke vom genannten Bahnhof zur Dorstener Straße in die Erscheinung treten. Die Bahn läuft hier von der Dorstener Straße mit einer erheblichen Steigung in einer mächtigen Kurve zum Bahnhof Nord. Gewöhnliche Personenzüge von 6 bis 8 Wagen erfordern meistens, um diese Strecke zu passieren, 2 Lokomotiven. Und nun sehe man sich einmal die Güterzüge an mit 30 bis 40 Wagen, deren täglich hier mindestens 150 an der Zahl beobachtet werden. Unter fortwährendem Keuchen, Schleudern der Maschine, minutenlangen Pfeifen erreichen dieselben endlich, wenn es gut geht, die Überbrückung der Kaiser-Wilhelm-Straße. Hier steht die Signalstange, hier wird Halt gemacht, weil der Bahnhof Bochum-Nord fast niemals frei ist. Während nun der Zug bzw. die Züge hier wie angemauert eine halbe Stunde und darüber stehen und die ganze Umgebung mit einer dicken Wolke von Ruß überschütten, kommt schon ein zweiter und nicht selten ein dritter Zug,
um unter ohrenbetäubendem Geräusch durch Pfeifen und Ablassen des Dampfes das Monstre-Konzert zu verstärken. Auf dem Weg von Präsident, Bild Mitte, zu den ehemaligen Stahlwerken Bochum, Roter Pfeil, werden wir kurz über das weitere Schicksal des Personenbahnhofs Präsident berichten. 1925 konnte man im Personen- und Güterbahnhof Präsident täglich 28 Personenzugpaare und rund 300 Güterzugfahrten zählen, wovon etwa ein Viertel aus Rangier- und Übergabefahrten zu den Zechen, Fabriken und Betrieben bestand. Im Winter 1953-54 hielten sogar 48 Personenzugpaare in Bochum-Präsident, 10 auf der Relation der Rheinischen Bahn, 18 von und nach Herne und 20 von und nach Wanne über die Salzbahn. Zeitweilig gab es sogar einige Züge zwischen Borken und Hagen über Dorsten. Der Personenverkehr der Salzstrecke wurde bereits 1959, der auf der Rheinischen Bahn 1960 eingestellt. Die Nord-Süd-Relation Recklinghausen oder Herne, Bochum Nord, Witten oder Hagen hielt sich bis 1979. Bereits 7 Jahre vorher wurde das Empfangsgebäude des Personenbahnhofs Präsident abgerissen. Dann gab es nur noch einen Durchgang und einen Aufstieg zum im laufenden Film noch sichtbaren Bahnsteig, an dem die Triebwagen weiterhin hielten. Ein Bediensteter des Stellwerks Präsident P. musste frühmorgens und spätabends die Eingangstür auf- bzw. zuschließen gehen. Der nächste personalbesetzte Bahnhof war Bochum Nord, in welchem unsere Filmbilder gleich ankommen werden. Alle Güterzüge der beiden in Präsident angeschlossenen Werke müssen heute wegen des 2002 aufgegebenen Direktweges nach Westen über Bochum Nord fahren bzw. dort Spitzkehre machen. Näheres über die Geschichte, die Fahrzeuge und die Bedeutung dieser Station, die 105 Jahre dem Personenzug und 118 Jahre dem Güterzugverkehr diente, erfahren Sie in unserem Film Der Rheinische Bahnhof, später Bochum Nord. Ab 1960 versorgte der Bochumer Verein nach einer Fahrweganpassung in Präsident die Stahlwerke Bochum 5 Jahre lang mit Flüssigeisen über eine ab Bochum Nord steil ansteigende Anschlussstrecke, die wir gleich sehen werden. Der Standort zwischen Kastrupper, Karl Lange und Harpener Straße weist eine über 100-jährige Zechen- und Industriegeschichte auf, mit wechselnden Besitzverhältnissen, Firmennamen, Betriebsanlagen und Produktpaletten. Auf dem Gelände der ehemaligen Stahlwerke sind heute 3 Firmen zu finden. Das Recyclingzentrum Bochum, welches Baureststoffe aller Art sortiert und aufbereitet. Weiterhin die Stahlwerke Bochum GmbH mit Elektroöfen und Gießerei, die aus speziell gefertigten Stählen verschleißfeste Werkzeuge für die Aufbereitungs-, Zerkleinerungs- und Recyclingtechnik herstellt. Diese beiden Firmen benutzen allerdings nicht die vorhandenen Gleisanschlüsse und werden deshalb hier nur erwähnt. Die größte Fabrik ist die auf Elektrobleche für Transformatoren,
Generatoren und Elektromotoren spezialisierte ThyssenKrupp Electrical Steel GmbH mit Beize, Kaltwalzwerk und Glührei und einer ausgedehnten Gleisanlage. Von den eigenen und nicht eigenen Lokomotiven im Laufe der langen Werksgeschichte zeigen wir exemplarisch zwei historische und zwei aktuelle Fotos, wobei das letzte eine der vollautomatisch arbeitenden Maschinen wiedergibt. Der Gleisplan der Stahlwerke Bochum von 1958 zeigt links oben den Lokschuppen und die Zufahrt vom Bahnhof Bochum Nord. In unmittelbarer Nähe war früher auch die Zeche Hermenenglück Liborius, später Konstantin Schacht 3, einschließlich Kokerei und chemischer Fabrik angeschlossen. Auf dieser Luftaufnahme von 1997 liegen Schuppen und Zufahrt rechts oben. Wir sehen den Werksbahnhof links oben im großen Gleisoval, im Vordergrund das Keullager und unten links einen braunen Gleisbogen, der nach vorn in die Büsche hinein verläuft. Dieses Gleis im Gleisplan rechts oben führte nach Unterquerung der Kastrupper Straße zur Werkskippe und, begleitet von entsprechenden Gasleitungen, weiter zum Heizkraftwerk Hiltrop, früher Kraftwerk und Zeche Lothringen, weiter zur chemischen Fabrik Lothringen und schließlich nach Merklinde oder Bövinghausen. Aber das ist wieder eine Geschichte für sich. Wir begleiten bearbeitete Elektroblechrollen, regengeschützt transportiert in geschlossenen Güterwagen, zurück zum Bahnhof Bochum Nord. Aktueller Jahresdurchsatz rund 500.000 Tonnen. Das Interesse an historischen Einrichtungen der Rheinischen Bahn lässt uns vor der Weiterfahrt noch einen kurzen Blick auf den kleineren der beiden Frachtschuppen des Bahnhofs werfen, der gut verborgen liegt. Allerdings werden wir kurz vor dem Ende unserer Reise auf der Rheinischen ein noch größeres und noch weniger bekanntes Versteck entdecken. Übergabegleise des Stahlwerks. Das vierte Gleis zwischen Bochum Nord und Präsident ist bereits wieder zurückgebaut. Hier ist noch die unübersehbare Signalbrücke vorhanden. Und hier sowohl die Signalbrücke als auch das vierte Gleis. Wir überholen einen der letzten größeren Stückgutzüge zum Lager des Hauses Quelle und werfen nochmals einen Blick auf die kaum bekannte, zwischen Gleisen und Gleisbrücke, Sträuchern und Bäumen versteckte Personenzughaltestelle der Zeche Präsident. Letzter Vorstoß auf der Rheinischen Bahn über Günnichfeld weiter nach Westen. Bahnbrücke über die Dapestraße und hinter den Büschen rechts die A40. Im Jahre 1950 verdiente der Ruhrschnellweg noch seinen Namen. Auch hier in Günnichfeld wurden früher Güter, vor allem Kohle- und Kokszüge, zusammengestellt. Ein paar der 16 ehemaligen Rangier- und Sammelgleise des Bahnhofs Gelsenkirchen-Wattenscheid, der bereits Ende 1867 eröffnet wurde und dessen Empfangsgebäude bis heute fast unverändert erscheint und außerordentlich gut verborgen liegt. Denn außerhalb dieses Bahnareals finden wir pulsierendes Großstadtleben. Man wünschte sich, dies wäre nur ein Dornröschenschlaf. Unverändert und ebenso gut gegen Einblick geschützt liegt der große Frachtschuppen. Die ehemaligen gewerblichen, industriellen und Zechenanschlüsse des Bahnhofs zu zeigen, würde über den Rahmen dieses Filmes hinausgehen. Stellvertretend für die vielen Schächte der Zeche Holland, Zentrum, Hannover und Fröhliche Morgensonne wird hier eine Erinnerung an das Bergwerk Holland ins Bild gerückt.
Weiter geht's über die bis 1912 ebenerdige Querung der Ückendorfer Straße bis zum ehemaligen Bahnhof Essen Nord und seinem imposanten Reiterstellwerk. Wir kehren zurück und suchen die letzten beiden Gewerbeanschlüsse an der Caroline-Glücker-Bahn auf. Der Endpunkt unserer kleinen Reise von West nach Ost und zurück wird sich nahe an ihrem Ausgangspunkt auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Caroline-Glück befinden. Im Rückblick ganz links die ehemalige Hauptstrecke mit der Halde Holland in der Ferne, geradeaus Rangier- und Aufstellgleise, ganz rechts das Anschlussgleis der Rohstoffhandlung Heinrichs, das wir nach Aufhebung der Gleissperre bis zum Werkstor befahren. Die Tage, an denen sich dieses Tor für Waggons mit Metallschrott öffnen wird, sind gezählt. Auf der Caroline-Glücker Stichbahn wird noch einmal der Fahrweg freigeschnitten. Die Insolvenz des Hauses Quelle, hier der Gleisanschluss, steht kurz bevor. Wir beobachten eine der letzten Rangiereinheiten am Kap-Eisermannsweg. Der gleiche Platz im Jahre 2009. Der letzte Abschnitt der Caroline-Glücker Bahn ist stillgelegt. Die Natur erobert ein Gelände zurück, auf dem auch nach der Schließung der Zeche Caroline-Glück 1964 reger Schienenverkehr herrschte. Unter anderem versorgte die Kokerei noch bis 1968 die Hochöfen des Bochumer Vereins. Danach verarbeiteten die Rüttgerswerke hier den Teer umliegender Kokereien. Und nun also auch die Schließung des Warenlagers des Versandhauses Quelle. Die Brücke der Rheinischen über A40 und Dapestraße ist demontiert. Ende einer doppelgleisigen Bahnstrecke quer durch das verkehrsreichste Bundesland. Seit dem Bau einer Verbindungskurve im Jahr 1979 ist der neue Hauptbahnhof der Ausgangspunkt der ehemals bergisch-märkischen Zweigstrecke nach Norden. Mit einem der überaus bewährten Akkumulatortriebwagen der Baureihe 150 fädeln wir uns in diese Strecke nach Rimke ein, die quer über das Präsidentgelände und die Rheinische Bahn führt. Näheres über die ehemalige Relation Bochum-Süd, Herne oder Wanne ist in unserem Film Wege zum Bahnhof Bergisch-Märkisch, später Bochum-Süd, zu erfahren. Hier begnügen wir uns mit einem kurzen Blick auf den Güterbahnhof Rimke, der zeitweilig über 17 gewerbliche und industrielle Gleisanschlüsse mit insgesamt 5-mal so viel Güterwagen wie der Güterbahnhof Präsident verfügte. Vorbei am Anschluss der Maschinenfabrik Gröppel gelangen wir, indem wir die Gleise der ehemaligen Straßenbahnlinien 8 und 18 kreuzen, zum Anschluss des Röhrenwerks Kunze, später Bergrohr bzw. Mannesmann. Von dort aus waren auch 8 der 11 Schachtanlagen der Zeche Konstantin angeschlossen. Genießen wir noch einmal die typische Werksbahnatmosphäre, welche die Steinkohlenzechenanlagen zur Bundesbahnzeit umgab, gefolgt vom Wiedersehen mit einigen der Staatsbahnlokomotiven, die heute schon zur Eisenbahngeschichte gehören. Thank you.
Zur Geschichte gehören diese Bilder vom Eisenbahnalltag im Ruhrpott mit schweren Dampfloks der Baureihe 44, liebevoll Jumbos genannt, die vor allem Steinkohle- und Kokszüge transportierten und selbst das schwarze Ruhrgold als Brennstoff brauchten. Diese noch aus der Preußenzeit stammenden Lokomotiven wurden unter anderem vom Bahnbetriebswerk Bochum-Nord aus eingesetzt. Sie zählten zu den vielfach im Rangierdienst verwendeten Gattungen T13, später Baureihe 92, G8, später 55 und T16, später 94 mit einer Leistung von rund 1000 PS. Die letzten 94er wurden und werden vereinzelt heute noch vor Sonderzügen eingesetzt. Wir inszenieren zum Ausklang unseres Filmes eine Kohle-, Stahl- und Eisenbahnerinnerungsfahrt zur Stahlhochburg Duisburg, beginnend am aufgelassenen Bahnbetriebswerk Gelsenkirchen-Bismarck, das wir gerade noch in Betrieb erlebten. Zuglok ist eine der wenigen, dank des engagierten Einsatzes vieler Eisenbahnfreunde, noch heute verfügbaren Schnellzugloks der Baureihe 01/10. Sie ist ca. 2500 PS stark, 140 km pro Stunde schnell und hat 2 Meter große Treibräder. Thank you.
Wir fädeln uns, diesmal von Nord nach Süd, in die Gussstahlstrecke ein und gelangen heute zum letzten Mal über das historische südwestliche Teilstück zum Gelände des ehemaligen Hauptbahnhofs, der früher Bochum Süd hieß. In unseren Ruhrgoldzug wurden zur Feier des Tages historische Rheingoldwagen eingereiht. Wir werden die Verbindungskurve zum neuen Hauptbahnhof links liegen lassen und befahren die inzwischen abgebauten Gleise zum Gelände des ehemaligen Bahnhofs Süd. In Bildmitte der ehemalige Rundlokschuppen, der mittlerweile auch schon verschwunden ist. Weiter geht es tief hinein in den Westen des Ruhrpotts.
Duisburg, Erz- und Kohletransporte. Die schwarze und die weiße Produktseite der Kokerei. Hochöfen und der Transport des flüssigen Eisens zu den Stahlwerken. In dieser Form der letzte Großkomplex der Montanindustrie des Reviers mit einer zeitlos faszinierenden Ästhetik.